Hallo meine Lieben, willkommen in der Wiener Spinnwerkstatt. Ich bin Sabrina. In diesem Video zeige ich heute, woran erkenne ich eigentlich, ob ich ein überdrehtes Garn habe oder ein schönes ausgeglichenes Garn. Dank Feedback. Hallo Genie. War von Genie das erste Garn völlig überdreht, was sehr traurig ist. Aber was nicht schlimm ist, es kann passieren. Und gerade am Anfang, wenn man das Gefühl noch nicht so richtig dafür hat, kann es passieren. Aber nicht schlimm. Deswegen zeige ich euch heute, woran erkenne ich denn, dass mein Garn überdreht ist. Damit ich mit Übung das verhindern kann. Das Problem, was meistens dabei entsteht, ist, dass man Angst hat, wenn ich nicht genug Drall auf mein Stück Faden mache, dass mir im fliegenden Spinnen die Spindel runterfällt, dass der Faden reißt, die Spindel runterfällt. Das ist aber ein Irrtum. Ihr müsst nicht, umso schwerer die Spindel wird, um mehr Drall drauf machen. Zur Not, wenn sie ganz, ganz, ganz schwer ist, also ihr da wirklich fast 50 Gramm auf einer Spindel habt, könnt ihr die lagernd spinnen, also auf dem Boden anschubsen oder halt wieder ins Parken übergehen, anstatt fliegend zu spinnen. Sollte sie wirklich, wirklich zu schwer sein, gerade wenn ihr dünne Fäden spinnt. So, jetzt zeige ich euch aber erstmal, wie sieht ein ausgeglichenes Garn aus und wie sieht ein überdrehtes Garn aus. So, ich versuche euch das mal zu zeigen, sofern es möglich ist. Wo fangen wir an? Hier. So, mein Garn verdreht sich jetzt nur an dieser einen Stelle mit sich alleine. Also es verzwirnt sich mit sich. Und ich habe hier ein entspanntes, weiches, kleines Stück Garn. Wenn ich es jetzt aber überdrehe, Moment, ich bekomme auf, ein bisschen lang hier. So, ich gebe da jetzt mal viel zu viel Drall rein, übertrieben, aber damit man es halt richtig gut sehen kann, ganz viel Drall auf meinen Faden. So, und wenn ich den jetzt langsam zusammenführe, seht ihr zwei Stellen und selbst der erste ist sogar mit so einem kleinen Ärmchen hier unten. Also, dass der sich noch nicht mal für sich alleine selbst verzwirren kann. Wenn ich das jetzt mal langsam mache, seht ihr da die Stelle, die kräuselt sich schon an ganz vielen Stellen. Und das ist ein unausgeglichenes Garn. Ihr merkt es aber auch, dass euer Garn, dadurch, dass es völlig überdreht ist, ganz hart ist und ganz kratzig ist und auch starr. Das ist gar nicht mehr richtig schön elastisch oder weich. Und wenn ihr spinnt, könnt ihr euch damit immer halt zwischendurch kontrollieren. Moment, ich lasse mal eben den ganzen Drall hier raus. Könnt ihr euch halt immer wieder kontrollieren, bevor ihr halt aufwickelt euer gesponnenen Faden. Ist da genug drin? Ist da zu viel drin? Immer mal so ein Stückchen immer so zusammenschieben. Wie verzwirnt sich das? Oder ja auch schon beim Spinnen. Wie fühlt sich mein Garn denn überhaupt an? Ist es weich? Oder ist das richtig hart und kratzig und starr, was es ja nicht sein soll. Es soll ja ein schönes, angenehmes, weiches Garn werden. Ich versuche mal, ein Stück zu spinnen, was etwas dicker ist. Vielleicht kann man das dann noch besser sehen, wenn das dicker ist.
Das müsste eigentlich reichen. Einmal aufwickeln. Bisschen. So. Hier haben wir jetzt, da fängt es an, ein schönes, entspanntes Garn, was sich mit sich verdreht, verzwirnt. Und es ist ganz weich und elastisch und ist nur an einer Stelle. So, jetzt versuche ich das Dicke mal völlig zu überdrehen, so viel Drall, wie in diesem Stück hier reinpasst. So, und schon ist es richtig hart und kratzig. Jetzt lassen wir das mal zulaufen. Da fängt es schon an zwei Stellen. Drei, vier, also so einige. Und es ist ganz kratzig und hart, auch selbst das Verzwirnte. Es ist nicht, ich nenne es mal nicht schön. Man kann bestimmt Sachen daraus machen und es gibt auch bestimmt jemanden, der es gerne mit Absicht so haben möchte. Für welche Projekte auch immer, wo man vielleicht ein starres, hartes Garn vielleicht sogar braucht. Je nachdem, was man halt vorhat, damit zu stricken oder zu verarbeiten. Aber ich gehe mal davon aus, dass im Normalfall man so ein hartes Garn nicht so unbedingt möchte. Und so könnt ihr euch dann immer so ein bisschen kontrollieren, immer ein bisschen spinnen, mal gucken. Ja, das sieht schön entspannt aus. Wie sich das mit sich selbst verzwirnt, so kann ich weitermachen. Und solltet ihr einfach Angst haben, die Spindel wird wirklich eindeutig zu schwer. Was mache ich denn hier heute? Wird einfach viel zu schwer. Und ihr traut euch das mit dem Drall, wie der Faden sein soll, auf dieser Spindel nicht mehr. Bevor ihr dazu neigt, wieder mehr Drall in die Spindel, in den Faden zu geben, aus Angst, der Faden könnte reißen. Wickelt euch den Single lieber ab auf eine Klopapierrolle, wie im letzten Video, oder auf einem Stift und legt die schon mal zum Verzwirren an eine Seite und fangt dann auf der Spindel nochmal neu an oder auf eine ganz neue Spindel, wenn ihr mehr als eine Spindel besitzt. Bevor es euch verleitet dazu oder wirklich gelagert, auf dem Tisch, auf dem Boden, wenn ihr im Sitzen oder im Stehen, dass man nicht so viel aufwickelt, sondern die schon relativ schnell auf dem Boden ankommt und dann stehend auf dem Boden sich drehen kann. Ich hoffe, ich konnte euch damit jetzt so ein bisschen Gefühl mitgeben, wie sich das anfühlen kann oder sollte mit dem Drall. Und dass ihr euch da, es ist halt Übung, es ist Übung. Ich habe auch meine zwei, drei Garne im Schrank liegen, die sind überdreht von den Anfangszeiten. Die können da auch gerne noch liegen, bis mir irgendwas einfällt, was ich daraus stricken möchte. Oder vielleicht so ein kleines Täschchen für in der Handtasche. Lippenstift, Spiegelchen, was nicht alles so in der Tasche rumfliegt. Wir kennen das, ja? Und dafür kann man das bestimmt noch gut benutzen, gebrauchen. Aber nicht wegschmeißen. Es ist wirklich zu schade, das wegzuschmeißen. Und gerade wenn es das erste ist, ist es auch noch richtig gemein, wenn es dann überdreht ist. Es ist aber nicht schlimm. Irgendwas wird euch bestimmt einfallen, was man daraus noch machen kann. Und hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, um das Problem des Überdrehten
zu vermeiden oder vorzubeugen, dass es nicht so unbedingt direkt passiert. Wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Weiterüben eurer Spinnereien. Wenn Fragen sind, immer her damit, gerne her damit oder Anregungen, was auch immer, E-Mail auf web.de, binas-spinnwerkstatt, Facebook-Gruppe auch gerne, auch Bina Spinnwerkstatt, immer her damit, oder? Direkt hier unter das Video. Alles kein Problem, ich werde alles mitkriegen, finden, hören und werde euch bei Zeit gerne antworten. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Ich sage einfach mal bis später, bis zum nächsten Video und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bye!